So, da sind wir wieder. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und ja, ich würde sagen, machen wir gleich mal weiter. Mal gucken, was wir hier zu tun haben. Machen wir mal ein Blau, machen wir hier ein Orange. So, jetzt fängt es hier an zu tropfen. Jetzt müssen wir hier hoch. Sehr schön. Das hört jetzt nicht mehr auf. Jetzt können wir erstmal den ganzen Raum hier zu klibbern. Sozusagen. Mal überall noch was hin. Mal jetzt gleich mal schön da hochkommen. So, das müsste eigentlich reichen. Sehr schön. Jetzt sind wir schon mal hier oben. Jetzt machen wir mal hier einen. Hier einen, habe ich gesagt. Na, schon wieder nicht getroffen, egal. Brauchen wir einen Schuss da drüben hin. So, dann. Ach ne, Moment. Da muss eins hin und gucken wir mal, ob es klappt. Ja, sieht gut aus. Leckt nur ein bisschen. Der Kaffee von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Okay. Der Kaffee. Ich habe hier aber keinen Kaffee, ich habe hier nur ein leckeres Radler. Prost. Und da tropft es schon wieder. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Okay. Müssen wir erstmal hier so einen Sprung dahin machen. Dann hier hin. Können wir jetzt springen. Boah, das war schlecht. Springen. Drücken. Sehr schön. Klappt. Wenn wir nicht schnell genug sind, kommt hier halt das Wasser und wischt mir halt den blauen Clipper wieder weg. Ach, ruhig bleiben, sage ich denen immer. Am nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Nochmal. Das ist ein bisschen langsamer. Das ist hier hin und darüber. Schön. Gelflow. Ist immer noch das Blaue, müsst ja bald mal auch das Orange noch kommen. Wieso ist hier was? Da unten ist was. Ah, so, okay, muss ich sogar lang. Anscheinend, oder? Ich bin gerade minimal verwirrt. Bin ich jetzt hergekommen? Da. Müssen wir jetzt da hoch, oder? Hab ich hier mal eine Portalfläche? Nee. Kann ich einfach rüberspringen? Jo. Aber wie komme ich dann weiter? Ist da oben was? Ah, hier. Doch, Tatsache. Komm ich doch hin. Kann ich hier einen hinmachen? Und mal hier mal einen hin. Was passiert da? Jetzt habe ich da drüben eine Fläche. Ich will jetzt hier runterspringen, da rein. Ob das reicht? Glaub nicht. Egal. Versuchen. Das war schlecht.
sage ich doch. Also nochmal hoch. Okay. Erst nochmal ein bisschen Glibber. Wohin damit? Wieder hoch, glaube ich. Ich bin verwirrt. Das gefällt mir nicht. Was übersehe ich gerade? Da kam ich her. Das bringt mir ja auch nichts. Also ich brauche auf jeden Fall mal... Für irgendwas brauche ich den Clipper, sonst wäre es hier nicht offen. Wie geht's jetzt weiter? Springen wir nochmal darüber. Ah, doch. Na, okay. Ja, ich sag jetzt mal nichts dazu. Jetzt hier weiter. Brauche ich noch mehr Clipper? Eigentlich nicht. Da komme ich da rüber. Hörst du das? Es bedeutet Verwirrung zwischen den Tests sehen Zeit in den Uhren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Hier gibt's einen Erfolg. Versuch sich um Projektion an. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Waffen fliegen, die Löcher hier oben am Mars brennen können. Ja, laber, laber. Ja, seid doch mal ruhig. Okay. Wie gesagt, hier gibt es einen Erfolg, deswegen wollen wir jetzt erstmal hier speichern. So, ich muss den Würfel fangen, bevor den Boden berührt. Wenn es nicht direkt funktioniert, mache ich halt nochmal offscreen. Ich habe jetzt einen Speicherpunkt. So, schauen wir mal. Wo kommt er raus? Haha, ich hab ihn. Sehr schön. Das gefällt mir doch mal gut. So, machen wir wieder sauber. Und dann stellen wir mal hier drauf. So, ein bisschen Clipper noch hier hin, damit ich da hochkomme. Treffen würde. Danke. So, dann können wir den auch wieder zusammenklibbern. Aber wie kriege ich den jetzt da runter? Ah, hier. Natürlich noch das richtige Portal da lassen. Sehr schön. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du, Sachen packen, durch die Tür, rein ins Auto, gute Fahrt. Oh, der ist aber die Freundlichkeit in Person. Oh, Ladebildschirm, den hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Und ich habe mal wieder vergessen, auf die Uhr zu schauen. Na egal. Machen wir noch so 1, 2, 3 Räume. Ich habe jetzt auch mal den Sound ein bisschen leiser gedreht. Mal gucken, wie sich das auf die Aufnahme auswirkt. Wenn ich zu laut bin und der Ingame-Sound zu leise ist, mache ich den nächsten wieder zurück. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist.
Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Ja, mal gerade ein bisschen falsch gelaufen, aber egal. Das läuft. Mal gucken, dass wir nicht runterfliegen. Und... oh je, ich erinnere mich. Erstmal hoch. Da muss ich nicht erst anschalten. Warte, nicht einen Hebel. Nö. Irgendwas war hier. Ich weiß nicht mehr genau was. Aber egal. So, jetzt machen wir hier eins hin und da eins hin. Dann kommen wir da hinten raus und blau. Und sehr schön. Und hier sind die Hebel, wo ich gemeint habe. Jetzt kriegen wir, glaube ich, auch noch so Orange mehr. Jetzt wird es noch ein bisschen lustiger. Ah, sehr schön. Da wollte ich hin. Das ist der zweite Part vom Erfolg. Wo wir vorhin mal angefangen haben. Den machen wir jetzt noch und dann mache ich mal einen Schnitt. Müsste dann eigentlich, denke ich mal, zeitvoll sein. Ich bin Kate Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Danke, Cave. Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Ja. Wer will $60 haben? In Bar. Ich Ihr gebär. Könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen, das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen und genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da oben. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Mhm. So, was ich sagen wollte, jetzt sind wir beim zweiten Teil vom Erfolg, wir müssen hier hoch. Und da hinten gibt es so eine kleine Geheimtür, ein bisschen versteckt. Da. Bin ich erstmal schön dran vorbeigelaufen. Jetzt muss man die drei Teile nochmal anlabern und hören, was sie uns zu sagen haben. Wenn du gegen Erdnüsse allergisch bist, sag es jetzt. Denn beim nächsten Test verwandelt sich dein Blut eventuell vorübergehend in Erdnussfutter. Wenn das klappt, muss für uns ein neuer Nobelpreis erfunden werden. Also, tapfer durchhalten im Namen der Wissenschaft. Okay, und die Nummer zwei? Der Mensch besteht zu etwa 60% aus Wasser. Das finden wir übertrieben. Wenn du dich im nächsten Test dehydriert fühlst, ist das ganz normal. Wir testen mit Triebwerken und schauen, ob wir den Wasseranteil auf 20-30% drücken können. Mhm. So, jetzt noch die dritte Tür und dann müsste es eigentlich einen Erfolg geben. Mal schauen. Beim nächsten Test geht es um die Laboration, die aber nicht für alle Hauttypen geeignet ist. Merk dir also gut, welche Haut dir gehört. Und wenn sie nicht mit dir teleportiert wird, dann tun wir unser Bestes, sie wieder an dir festzunehmen. Okay, und hier drin müsste es dann noch einen Erfolg geben. Wenn ich recht informiert bin. Richtig. Sehr schön. So, jetzt fehlen mir, glaube ich, nur noch ein oder zwei Erfolge im Singleplayer. Dann wäre ich im Singleplayer mit den Erfolgen durch. Dann fehlen mir noch die Multiplayer-Erfolge. Und das heißt aber jetzt auch, jetzt machen wir erstmal einen Schnitt und sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Tschö, tschö.